So, geht's mittlerweile zum Schlafen? Na, fehlt noch ein bisschen Nein, was? jetzt bald mal. Ja. Na komm schon. Das ist, mein Gott, da jetzt. Weißt du, was auch schräg ist? Wenn du Richtung Mond schaust. Schlafen, los, schlaf, schnell. Ja, ich schlaf. Wenn du Richtung Mond schaust, dann wandert der Mond. Echt? Ich noch gar nicht drauf geachtet. Oh, ich muss dringend was essen. Oh Jo. mein Gott. Aber wir müssen ja erst den Grill noch fertig bauen. Okay. Das heißt, Stöckchen suchen. Oh mein Gott, jetzt werden wir pausenlos angegriffen hier. Scheiße. So, schnell retour. Ja, wie sagt man, ohne Feinde macht es ja irgendwie fast keinen Spaß, Ja, oder? dann ist es ja zu einfach, ne? Das ist ja, wenn du dann nur bauen willst, vor allen Dingen, du kannst es ja nicht, ich glaube, nicht danach noch einstellen. Aber was macht das dann für einen Sinn, ne? Dann tauchen die ja einfach nur auf und zerstören das und so. Also, weiß ich nicht. Ja. Ja, ich sag mal, so eine Kombi wäre vielleicht nicht schlecht. Also ich habe jetzt mal zwei Fleisch draufgehauen. Dankeschön. Ich denke mal, dass das auch für mich war. Jetzt kann ich. Hast du Stück? Ach ja, du hast ja den gerade fertig gebaut. Was frage ich denn überhaupt so blöd? So, warte mal. Ist noch. So, Fleisch wäre fertig. Ich komme. Ah, super. Und ein bisschen was trinken. Schön. Kommen die eigentlich da jetzt drüber oder nicht? Sag mal. Also bei der Höhe von da. Kommen die drüber? Du musst auch mindestens drei Lagen machen. Okay. So, ich lasse dich da jetzt erstmal weiterbauen und mache jetzt da erstmal die Baumstämme, damit wir zumindest die eine Seite schon mal ein bisschen geschützt haben. Alles klar. Dann hätten wir schon mal zwei fertig und dann können wir uns beide zusammen dann an der ganz langen Seite zu schaffen machen. So, ich sammle jetzt mal alles ein Steinchen, was hier rumliegt. Ich habe jetzt richtig Paranoia, ne, vor den. Ich weiß auch nicht warum. Ja, weil die auf einmal waren sie wirklich da. Also jetzt nicht so. Aber ich habe richtig Angst, mich jetzt hier so im Wald umzudrehen. Dass die auf einmal wieder hinter mir standen. Aber du warst geil. Geh mal aus dem Inventar raus, egal was du da machst. Warst du im Inventar Ja, ich drinne? war im Inventar und mach dann. Oh Gott, da kommt schon wieder einer. Achtung! Die kommen von deiner Seite da. Von hinten oder? Nee, die kommen da, wo ich diese Holzwand gebaut habe. Na, weil ich war selber gerade im Inventar und bin gerade rausgegangen und denke ich mir, ach du Scheiße. Pisser rennen jetzt hier rum. Shitte. Wir müssen unbedingt diese eine Wand da, die beiden Wände da fertig kriegen, damit die. Achso, jetzt hast du mir den Warte, geklaut. ich helfe dir. Damit die nicht noch weiter. Damit die wenigstens, weil ich glaube, wenn die da schon eine Wand stehen haben, dann rennen die natürlich erstmal zu der Seite hin, wo keine steht. Ja, wo hast du sonst noch Baumstämme liegen? Ich habe oben noch ein paar gefällt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt genug waren. Weil ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt war. Weil ich die gesehen habe. Warte mal.
Scheiße. Ich hack mal eben weiter. Soll ich mit der Steinwand weitermachen oder eher bei deiner Wand? Lass mal gucken. Ich hacke und du packst mal hier den Schlitten voll. Mit den Baumstämmen. Vor allen Dingen, dass ich hier nicht so ungeschützt bin, hier so alleine vielleicht. Und dass wir dann erst die eine fertig kriegen und dann können wir die Steinwand machen, zusammen. Ja, ich probiere jetzt noch schnell, ob ich... wo habe ich den Knochen? Was? Ah, Stöckchen fehlt noch. Ah, da habe ich... Okay, ich habe zu wenig Stöckchen für Pfeile. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich voll Zeitdruck habe. Oh. So, ich glaube, das müsste erstmal reichen, oder? Da ist auch noch einer. So. Fahrst du? Ich fahre eben schnell. Du kannst ja gucken, ob du da schon mal ein paar Steine findest oder so. Da lagen vorhin ganz viele rum. Ach mein Gott, ey. Also die wurden definitiv aggressiver gemacht, finde ich. Also im Gegensatz zu diesem ersten Let's Play, was ich damit... Ich bin gerade mitten durch das Feuer gefahren! Rennst du? Ja! Oh. Ich war gerade voll abgelenkt und bin mitten durch das Feuer gefahren. Gibt es nicht, ehrlich, ey. So. Und dabei sagt man, Frauen wären multitaskingfähig, ey. So, jetzt müsste ich aber genug Stöckchen haben. Ja. Knochen. Jawohl, fertig, fertig. Jetzt ist... Was fehlt denn jetzt noch? Wir kriegen Besuch. Wo? So, ich habe zugemacht. Ich habe abgeschlossen. Es ist so geil, dass da so ein Schloss bei ist, aber ich hätte diese eine Wand da... Ich hätte da definitiv kein Ding jetzt mitmachen lassen müssen. Oh, egal, jetzt ist vorbei. Ich wollte unbedingt ein Fenster haben. Naja. Durch das Fenster können Sie ja nicht rein, oder? Ich glaube nicht, nee. Aber wir könnten genau unter dem Fenster eine Falle positionieren, falls Sie auf die Idee kommen sollten. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Allgemein da, die ganze Seite voll mit Fallen. Oh ja, das wäre gut. Das wäre super. So. So, die eine Seite haben wir fertig. Jetzt komme ich mit den Steinen zu dir und helfe dir. Was sollen wir noch weiter ins Meer reinbauen? Nö, die gehen ja nicht. Hast du ja gesehen. Nur wenn sie müssen, aber... Ach, ein Stein fehlt noch. Scheiße. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Jawohl. So, das reicht jetzt erstmal. Mal schon, weil sonst hätte ich mit der dritten Lage dann weitergemacht. Ach so, ist das jetzt erst die zweite? Das ist erst die zweite, ja. Ach so, ja, dann mach lieber noch eine dritte hinterher. So, alle Steine hier aufsammeln. Schön. Ich fange dann hier am besten schon mal an, die Steinwand zu ziehen, die nächste. Oder sollen wir zuerst mit der großen Steinwand weitermachen? Oder soll ich die dritte Etage noch fertig bauen? Bau ruhig die dritte fertig. Das ist ja nicht mehr viel. Ja. Okay.
Warte, ich fahre jetzt noch mit meinen Schlitten vorbei. Und stelle den gleich schon so hin, dass ich dann gleich da so runter kann. So. So, ich ziehe mal schon mal. Und zieh 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 und zieh. So. Gucken, sieht das gut aus? So, ich habe jetzt schon mal eine Mauer gezogen. Siehst du das? Warte mal. Ja, siehst du eigentlich, wo ich bin, wo ich jetzt gerade stehe? Ja. Können eigentlich die Eingeborenen von hier auch reinkommen? Denn die bräuchten eigentlich nur die Wand runterlaufen. Nee, ich glaube, die laufen nicht über die Steine so drüber. Ah, okay, ja, dann ist eh Also gut. so war es zumindest bei dem anderen Let's Play, was ich gemacht habe. Also da sind wir dann zwar immer schnell drüber reingeflüchtet, aber die selber haben das nicht gemacht. So, ich baue mal direkt schon die zweite Lage drüber. Ich glaube, das kannst. Kannst du das schon? Ja, kannst du, ne? Oder? Oder? Kannst du, kannst du, kannst du, kannst du. Kannst du, kannst du? Ja, So. kannst du, kannst du, kannst du. Glaube ich zumindest, oder? Nee, Geht nee. das? Also ich hatte das Nee, Gefühl, das geht bei mir nicht. ist das vorhin. Geht irgendwie nicht. Ich glaube, wir müssen erst eine Linie fertig machen. Aber ich würde allgemein sowieso ganz gerne mal wie so eine Art Tür da drin haben wollen. Ah, da. Wand mit Tür. Nee, das will ich ja nicht. Wand mit Tür. Mal gucken. Feuerstelle. Da sind die ganzen Fallen. Verteidigungswand. Ach, gucke mal. Die hätten wir mal auch machen können. Ach, mein Gott. Wasser, SOS. Oh. Moor. Wie kriege ich denn jetzt die Tür da rein? Ich glaube, die kommt automatisch, oder? Der Vorteil ist, jetzt können sie eigentlich eh nur von der Seite hier angreifen, oder? Die anderen sind ja zu. Genau, jetzt könnten sie eigentlich nur von der einen Seite, glaube ich zumindest. Upsala. Ich hoffe nur, dass mir das früh genug auffallen würde. Ich glaube, das So. funktioniert so nicht, oder? Na, was habe ich denn jetzt hier gebaut? Jetzt kriege ich das hier nicht mehr weg. Warum nicht? Oh, wieso kriege ich das denn jetzt hier nicht mehr weg? Mach das scheiß Feuer aus. Ach, guck mal, hier kannst du verteidigen. Da ist ein Eingang zu einer Höhle. Oh mein Gott, wo? Wo bist du? Gar nicht mal so weit weg von dir. Da ist eine große Lichtung und da geht's dann zu einer Höhle runter. Okay, ich kann nur sagen, geh da nicht rein. Kann man das markieren? nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst, hast nur so Fahnen an solchen Schlitten dran oder so. Es sei denn, die haben jetzt was Neues hinzugefügt. So, hier müsste das doch jetzt gehen. Jetzt könnte ich hier doch diese Tür bauen. Genau. Die Loche sind eigentlich auch verdammt schnell. Ja. Genau, und jetzt könnte ich Oh. hier. Jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Kannst du das Haussymbol sehen? Nee, doch jetzt wieder. So.
So. Ich habe jetzt hier eine Steinwand direkt mit einer Tür, mit so einer Holztür eingebaut, weil ich glaube, es gibt keine Steintür so irgendwie. Ja. Das Reise sieht erstmal so ganz gut aus, würde ich sagen. Wie sieht's bei dir mit Essen aus? Oh ja, ich müsste. Soll ich mal was drauflegen? Ja, ist bei mir auch wieder soweit. Gut, ich mach mal. Ich mach mal, ich mach mal. Fleisch. Na komm, alle gut da. So, Fleisch ist auf jeden Komm Fall schon. drauf. Also in der Höhle sind dann definitiv oder halt wahrscheinlich also Eingeborene drinne, oder? Ja, also da sind diese ganz schlimm, diese Mutanten drinne. Aber würde sich das rein theoretisch lohnen? Da reinzugehen, ja, du kannst da Sachen finden, ne? Also. Aber Sachen, die man nur da unten finden kann, Ja, oder? Sachen, die man nur da unten finden kann. So, Essen ist fertig. Ich speichere das gleich direkt mal eben. Das mache ich vielleicht auch. So, dann nehme ich meinen. Hast du gesehen, dass ich da so eine Tür eingebaut habe bei der Steinwand? Ja, das muss ich noch genau angucken. Ach, hier sehe ich es. Ja, Ja, genau. weil anders kannst du. Du musst so eine Holztür da hinbauen. Ist das Fleisch jetzt für Ja, mich? das ist deins. Okay, danke. Bitte. Aber da ist noch eins drauf. Echt? Okay. Ja, wenn du noch Hunger hast, kannst du das essen. Okay, ja, passt. So, dann mache ich mit der Steinwand hier hinten noch weiter. Zuck, 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 zuck. Lololololo. So. So, die Tür ist schon mal fertig. Das war jetzt auch nicht schwer. Jetzt kommen die Steine. So, Essen, Wasser, Lagerung, freies Bauen. Ich glaube, hier sollte man auch noch mal so eine Holzwand ziehen, oder? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Oh. Ja, die war falsch. Ah, da. Ich drücke manchmal immer die falsche Taste, weil ich eigentlich. Ach, mit diesen Dingens da, meinst du? Weil ich immer ins das Buch aufmachen möchte und dann komme ich immer ins Inventar rein. Warte mal, vielleicht geht es von der anderen Seite. Tü. So, da können Sie aber jetzt nicht rein. Hast du die dritte schon fertig? Naja, also ich bin da jetzt dann gerade am Bauen. Also ich fange jetzt gerade an. Okay, ich kümmere mich hier an der bei der langen schon mal ein bisschen drum. Können die eigentlich steinwandmäßig auch was kaputt machen, Ja, oder? klar. Aber die brauchen halt wahrscheinlich dementsprechend länger, Ja, die oder? kriegen die jetzt nicht so schnell kaputt wie so eine Holz, aber die kriegen die definitiv auch kaputt. Okay. So. Ich hoffe nur, ich habe weit genug ins Wasser reingebaut. Ach, ich denke.
Ja, ich glaube aber, wenn die dritte Etage fertig ist, dann ist die Mauer, glaube ich, sicher hoch genug. Also ich müsste jetzt schon wieder Steine sammeln. Also wenn meine kleine Wand da schon so viele Steine braucht, dann ist ja deine dann ein Riesengroßprojekt. Ja. Ach, ja. Ich weiß, es hat letztens auch lange gedauert, ey. Da haben wir das im Prinzip genauso aufgebaut. Und dann kam es dann irgendwann, dass wir so überrannt wurden. Weil es ist auch, also, das hat, wenn du einmal in einer Höhle drinne warst, Ja. egal ob dich jemand gesehen hat oder nicht von denen, sobald du einmal in der Höhle drinne warst, tauchen diese Mutanten auch außen auf. Ah, ich Und verstehe. Aber nur einmalig oder dann dann ständig? ständig. Aber zum Glück werden die Steine ja dann auch immer wieder gerespawnt, was ich sehe. Ja, die kommen immer wieder. Boah, ich hoffe, es ist gleich Zeit zu schlafen, ey. Ja, da. Ich habe nämlich keine Lust, dass die gleich wieder alles kaputt machen. So. Mir jetzt scheißegal, ich gehe jetzt schon mal zu dem Dingens. Jetzt ist eh fast schon so dunkel, dass man fast gar nichts mehr Ja, sieht. und wenn du Feuer anmachst, dann ist das natürlich auch Kacke. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal speichern. Uah.